Warum jammern wir Österreicher so viel? Ja, wenn ich das wüsste. Ich glaube, dass dieses, wie sagt man auf Englisch, Self-Pity, so dieser Drang nach der Bestätigung des eigenen Leids über, jetzt bin ich ein bisschen neurowissenschaftlich, die Oxytocin-Ausschüttung und damit über Bindungsgefühle einfach Linderung verschafft. Wir haben, finde ich, in der deutschen Sprache zwei nette Sprichworte, die dazu passen. Geteiltes Leid ist halbes Leid, gemeinsam sind wir stärker. Und das gibt es eine wissenschaftliche Erklärung. Das Oxytocin macht nämlich, und das wissen gar nicht so viele, nebst dem Bindungsthema, das wissen viele, auch noch was, nämlich das Oxytocin bindet an die Amygdala. Und die Amygdala in unserem Gehirn ist das Angstzentrum. Und das hat eben ganz viele Bindungsstellen für Oxytocin. Und wenn wir also uns gebunden fühlen, und da reicht schon, dass mir jemand zustimmt. Ja, stimmt, alle anderen sind Idioten, nur wir nicht und eben gemeinsam ist man stärker. Dann sind diese Bindungsstellen mit dem Oxytocin besetzt und die Amygdala fährt die Aktivität runter. Auf gut Deutsch, wir beruhigen uns. Und das ist der Effekt, warum wir das machen, weil das eben diesen sozialen Impact des Gemeinsamen, eines sozialen Säugetiers hat. Und das ist uns in der Evolutionsgeschichte offensichtlich eingebaut worden. Verlieren wir jetzt dieses Oxytocin, also diese Gemeinsamkeit jetzt durch die digitalen Medien? Ist das jetzt ein Verlust, den wir da eigentlich abbekommen, weil wir eigentlich nur noch eben, wie auch gerade gehört, primär mit dem Kastl kommunizieren als mit den Menschen gegenüber? Glaube ich gar nicht, sondern man hat auch zeigen können, dass selbst die Likerei, ja, dieses Klicken, Herzerl oder Daumen hoch und überhaupt auch die Geschwindigkeit der Reaktionen, wenn ich was poste, viele reagieren schnell, tatsächlich Oxytocin-Ausschüttung induzieren. Das heißt, unser Hirn ist ja eine virtualisierende Maschine. Die rekonstruiert ja etwas, was ja in Wahrheit so, wie wir es jetzt wahrnehmen, das weiß eh jeder, nicht existent ist, sondern das konstruieren wir. Wir konstruieren also auch Nähe über Digitales. Warum hat man dann das Gefühl, dass oft die Leute sehr aggressiv posten sozusagen? Weil das sollte ja dann, glaube ich, kein Oxytocin hervorrufen, hoffe ich zumindest. Ach so, nein, ich glaube, dass das was anderes ist. Um einen meiner Lehrer zu zitieren, den Konrad Lorenz, der hat einmal den Begriff der Tötungshemmung definiert. Und der hat ein Experiment gemacht, der hat jemanden mit einem Knüppel ausgestattet und eine Reihe von Lebewesen, von Pflanzen, also ich weiß es nicht, so einen Salathäupel, bis zu einem Tier, einer Laborratte, aufgestellt in einer Reihe quasi und hat dem Menschen mit dem Prügel gesagt, er soll draufhauen. Und er wollte wissen, bis wohin haut man einfach zu als normaler Mensch, jetzt nicht als psychopathologisch auffälliger, sondern als normaler Mensch. Und das hat, was er gesehen hat, ist ein eindeutiger Zusammenhang mit der genetischen Verwandtschaft. Das heißt, wir haben eine eindeutige Grenze, obwohl wir nicht mehr hinhauen. Obwohl alles Lebewesen sind. Ja? Und das heißt, es gibt da etwas, was wir in der digitalen Welt der Anonymität quasi ausschalten. Nämlich die Lorenzsche Tötungshemmung. Wir verschieben diese natürliche Barriere mit Prügel und ich sehe das Tier, auf das ich einschlagen muss. Ich sehe das Opfer nicht. Und das ist die Erklärung. Wir leben also in einer Welt, wo durch diese Distanz, die virtuelle Distanz, diese Hemmschwelle verschoben wird. Ins sehr Unangenehme, Mobbing, eben Aggressionen, diese ganzen, wie heißen die, Trolle im Internet. Na sicher, es sind übrigens gar nicht so viele. Das glaubt man nur. Wenn man die IP-Adressen misst, das hat mir eine berufene Dame, die sich damit beschäftigt, erzählt, sind es, weiß ich zufällig genaue Daten, im Präsidentschaftswahlkampf Hofer van der Bellen waren es angeblich 6.000 IP-Adressen, von denen die Wut und der Ärger und diese Aggression ausgegangen ist. Jetzt muss man davon ausgehen, dass diese Trolle Paniker sind, die haben mehrere IP-Adressen. Das heißt, da reden wir wahrscheinlich von 3.000 Menschen, also von der Minderheit. Und wenn sich dieser Mechanismus ausschaltet jetzt im Digitalen und man es lang genug betreibt, gibt es dann eine Gefahr, dass die Leute das dann eigentlich mit ins reale Leben nehmen oder ist dann die Abstraktion trotzdem noch groß genug? Ich befürchte, dass wenn man Nachrichten sieht momentan, gerade jetzt Deutschland vor zwei Tagen, weiß nicht, ob Sie das mitbekommen haben mit dem Attentat auf die... Ich schaue keine Nachrichten. Sehr gut, genau, das ist auch eine gute Idee. Ich mache es auch nicht vorm Schlafengehen, aber man kriegt es mit. Also Attentate auf einen SPD-Politiker, auf einen grünen Politiker, schwer verletzt, operiert werden müssen, liegt im Krankenhaus. Die Sprache, das wissen wir ja schon lange, verändert ja. Ja, und die Sprache der Verrohung im Internet durch diese Distanz eben, von der wir gerade gesprochen haben, beschleunigt das, glaube ich. Ich glaube schon, dass das ein Brandbeschleuniger ist und dass das eine große Gefahr bedeutet. Wir haben ja jetzt wieder Antisemitismus-Diskussionen und so weiter. Also ich glaube schon, dass das Internet ein enormes Gefahrenpotenzial hat, weil es leicht manipulierbar ist, Menschen sich leicht aufhetzen lassen, viel leichter noch als in der NS-Zeit, jetzt um ein Beispiel aus der Historie zu nehmen, gibt es ja viele andere auch. Da glaube ich, dass das eine große Gefahr ist. Ja. Was können wir dagegen tun?
Also ich finde, dass Bildung, jetzt bin ich in einer Bildungsinstitution, wirklich massiv beitragen kann über das, was man hier natürlich lernt. Quellenkritik, wenn man irgendwie ein bisschen wissenschaftlicher denkt in der Ausbildung. Dass man nicht alles glaubt, was irgendwo gedruckt worden ist. Und ich habe das auch versucht, meiner Tochter schon relativ früh beizubringen. Das war schnell zu beobachten, dass sie sagt, Papa, aber dort habe ich es gelesen. Dann habe ich gesagt, zeig mir mal die Quelle. Also da muss man Menschen, jungen Menschen beibringen, in der Familie erstens, zweitens im Bildungssystem. Was bedeutet es, das zu machen, was ein anderes Vorbild und Lehrer von mir, der Karl Popper, mit der Falsifikation immer gemeint hat, dass man in der Lage sein muss als Mensch, heute mehr denn je, nicht nur als Wissenschaftler, die eigenen Theorien und Hypothesen, die man immer aufstellen darf, aber wieder kritisch zu hinterfragen, zu sagen, wo finde ich Widersprüche da draußen, zu dem, was ich heute glaube. Und das ist irrsinnig anstrengend und das sieht man im Internet eher nicht. Das ist nur Verstärker. Vom Internet zur Internet-Generation sozusagen, wir haben schon das Gefühl, gerade in den Bildungseinrichtungen, dass die nächsten Generationen, die nach uns gekommen sind, wesentlich unsicherer sind und auch in Entscheidungen, wenn wir auch heute gehört haben, wer trifft die Entscheidung, sie auch wesentlich schwerer zu motivieren sind, auch die Konzentration in eine Richtung zu behalten. Ist das jetzt eine subjektive Wahrnehmung oder als Hirnforscher oder ist das etwas, was Sie selber auch in der Gesellschaft als aktiv wahrnehmen? Wahrnehmen ja, ob es valide Daten dazu gibt, weiß ich nicht. Das kann ich nicht sagen. Da gibt es oft Widersprüchliches. Ich habe noch sogar andere Wahrnehmung, auch jetzt in meinem direkten familiären Umfeld, ist eine Blase. Zugegeben, es sind eine Blase. Gut, wir leben alle in Blasen. Meine ist halt auch eine Blase, Wohlstands- und gebildete Blase, meine Tochter. Ja? Und was ich dort beobachte, das freut mich. Also neben all den Unkenrufen und die Jugend und nur am Handy und Aufmerksamkeitsstörungen und nicht zuhören, was alles auch seine Berechtigung hat, sehen wir aber, das sehe ich eben bei meiner Tochter, dass die wieder beginnen, Brettspiele zu spielen und sich selbst zu disziplinieren. Da ist, wenn die privat sich treffen, ist keineswegs mehr so, dass die alle nur mehr am Handy sind. Die werden angesprochen und rausgeworfen. Sagen erst, wenn du nur am Handy bist, kannst du gleich nach Hause gehen. Also es gibt immer, das war aber doch immer in der Historie so, bei neuen Innovationen Welle rauf, dann haben wir es irgendwie angewendet, das war nicht ganz hirngerecht, übertrieben und dann hat es sich beruhigt und dann gibt es immer so Wellen und das glaube ich. Ich glaube, das wird da auch passieren. Wobei man nicht sicher bin, ob diese Welle mit der Dramatisierung, über die wir gerade gesprochen haben, nicht noch einmal einen anderen Impact hat. Vielleicht auch global, was auch Manipulationen anbelangt und so weiter. Das ist ja auch alles manipulierbar. Wahlen kann man manipulieren, wie wir ja lesen können. Ja. Aber das heißt, wir können nicht einfach nur abwarten, zu sagen, das geht dann wieder, der Peak geht dann wieder runter und in 10 Jahren ist das sowieso alles vorbei, diese ganzen Probleme, die wir jetzt haben. Das würde ich nicht empfehlen. Also das Zauberwort könnte Zivilcourage sein, da kann sich jeder bei der Nase nehmen, jede Familie bei der Nase nehmen und sagen, wir würden da gerne ein bisschen was beitragen. Auch die Bildungsinstitutionen, dass man auch dazu beiträgt, sagen, was ist denn Quellenkritik eigentlich? Weil sonst, und ich finde, das war ja auch etwas, was mich in der Pandemie persönlich sehr gestört hat. Ich weiß nicht, wie es Ihnen persönlich da gegangen ist, dass man plötzlich so wissenschaftsfeindlich geworden ist. Keiner glaubt mir, nicht einmal mehr Wissenschaft. Dann war ich enttäuscht, weil die Menschen tatsächlich sagen, ja, die behaupten, sie haben die Wahrheit und das stimmt auch nicht alles. Da hat was in der Kommunikation nicht ganz funktioniert. Wir haben keine Wahrheit. Ich habe es im Umfeld ja erzählt. Ja? Die waren alle ganz erstaunt. Das heißt, ihr habt keine Wahrheit, ihr behauptet immer, das stimmt. Nein, wir denken in Wahrscheinlichkeiten. Momentan ist das die wahrscheinlichste Erklärung. Da waren immer alle ganz entsetzt. Aber das muss man heute, glaube ich, und das wäre wichtig für uns alle, wieder zurückspiegeln in die Bevölkerung. Was bedeutet Wissenschaft eigentlich? Warum ist das eine ganz seriöse Variante des Umgangs mit der Unsicherheit der Wirklichkeit? Also herausfinden zu wollen in Wahrscheinlichkeiten, weil wir sind ja keine Religionsveranstaltung da, ja? Sondern wir glauben, ist ja nicht unser Thema, sondern wir versuchen einfach nur die Wahrscheinlichkeit festzulegen. Und wie ist das für Sie? Sie haben von Ihrer persönlichen Blase gesprochen, die ja auch ein sehr hohes Bildungsniveau in der Familie hat, nehme ich mal an. Und wir haben aber Familien sehr wohl auch in der Gesellschaft, wo ich jetzt sage, 50 Quadratmeter Wohnung, ACV-Fernsehen, Chipsbacke als Nahrungsmittel. Kann man hier eine Veränderung auch reinbringen als Person oder sollte, also eben gerade durch digitale Medien, wo man eine hohe Reichweite hat? Oder ist das ein Kampf gegen Windmühlen, zu sagen, ich versuche jetzt digital oder wie auch immer an diese Leute heranzutreten, Bildung, eben in der Pandemie. Martin Moder zum Beispiel, der auch immer diese Pandemie-Videos gemacht, mit den unterschiedlichsten Geschichten her. Sehr viel Shitstorm kassiert, aber auch sehr viel Positives. Kriegt man da Kontakt zu diesen bildungsschwächeren Gesellschaftsecken oder ist das eine Geschichte, die sehr eher minimalistisch von Erfolg gekrönt ist?
Ich glaube, das ist eine sehr wichtige Frage, die Sie mir stellen, aber auch eine ungemein schwierige, weil ich kann man wahrscheinlich nicht in einem Satz beantworten. Ich glaube, einfach erreichbar ist es nicht. Der Versuch zählt immer. Also einfach sagen, das bringt eh nichts, ist, geht einmal gar nicht, finde ich. Ja. Also versuchen muss man es. Die Frage ist, wie? Wie erreicht man unterschiedliche Bildungsschichten? Ja, auch in den Zuwanderer Generationen. Die kommen ja aus Wien. Und das ist eine eher wunderschöne Stadt, aber es gibt trotzdem Bereiche, wo man sagen muss, meine Tochter will Lehrerin werden, ja, AHS-Lehrerin. Das ist für sie mittlerweile ein Thema. Wie erreicht man dann auch so Bildungsferne, wo dann auch jetzt das aus muslimischen Kulturen vielleicht die Tochter oder das Mädchen, das super begabt ist, die Chance gar nicht kriegt, der Sohn minder begabt, der soll aber vielleicht. Wie kommt man da irgendwie auch ran? Wie kann man aufklären? Wie kriegt man die irgendwie auch da? Und die Frage ist, soll man das, darf man das? Das ist mir gar nicht zu beurteilen, jetzt in meiner Fachrolle. Ja, kann ich nur persönliche Meinungen äußern, ich bin liberal. Ich glaube daran, dass Menschen grundsätzlich von Respekt im Umgang miteinander überzeugbar sind. Das bedeutet aber von beiden Seiten immer oder von vielen Seiten Respekt zu zeigen und das auch zu kommunizieren und auch etwas zuzulassen, was man vielleicht nicht will. Das ist ganz, ganz schwierig. Da gibt es sicher keine Patentlösung. Natürlich nicht, weil. Und das ist so das Problem, was ich dann mit dem eher wissenschaftlicheren Denken dann immer habe, ist, dass die Ressourcenknappheit des Planeten halt alles ungemein schwierig bis unmöglich macht. Weil wenn wir unendlich Ressourcen haben, dann können wir es verteilen, dann sind wir liberal. Dann kriegst du ein bisschen, kriegst du und dann haben wir schon. Nicht? Das ist es ja nicht und aus dem heraus entstehen dann halt diese Dinge und damit Verdrängungskampf auch in der Bildung. Und dann haben wir genau das, was Sie gefragt haben, das Problem, die verdrängt werden, die frustriert sind. Ja, eben ein schönes Beispiel, weil wir sitzen da in Krems. Ein ehemaliger Mitarbeiter, ein sehr geschätzter Mitarbeiter von mir, ist Türke. Und er hat zwei Brüder. Es sind drei Brüder also insgesamt, er und zwei Brüder. Seine Eltern sind aus weiß ich nicht von wo, ich glaube irgendwo aus Ostanatolien, zu uns gekommen. Ja? Er ist schon da aufgewachsen, Brüder auch. Seine Brüder sprechen nach wie vor nicht gescheit Deutsch, haben keinen Job, sind quasi, also so wie man sich es klischeehaft vorstellt. Er hat studiert, ist erfolgreich, ist Geschäftsführer eines Unternehmens, spricht völlig akzentfrei Österreich, selbe Familie. Das ist interessant, oder? Selbe Rahmenbedingungen. Und wie geht es denn so Familien in der Interaktion? Weil ich denke mal, dass der den Erfolg geschafft hat, der dann ein eigenes Mindset hat, als jetzt. Schon. Interagieren schon, ist nicht unschwierig. Er erzählt mir oft, er versteht das nicht bei seinen Brüdern. Wie gibt es das in der eigenen Familie? Und es hat trotzdem am Ende des Tages auch viel mit der eigenen Persönlichkeit, mit der Genetik, mit der Veranlagung zu tun, mit dem Glück, dass man vielleicht eine andere Veranlagung hat wie seine Brüder, selbst in der eigenen Familie. Das heißt, wir haben auch ein sehr individuelles Thema, nicht nur kulturelles. Deswegen nenne ich das Beispiel. Ich finde, es zeigt so schön, dass das auch möglich ist und dass das jetzt nicht von außen unbedingt kommen muss, weil die Möglichkeiten hätten auch seine beiden Brüder in Österreich gehabt. Das heißt, im Endeffekt ist eigentlich das Resümee, trotzdem versuchen, weiter die Gesellschaft zu verändern, weiter sein eigenes Leben zu ändern, auch wenn man nicht mit Erfolg gekrönt ist, aber der Versuch muss auf jeden Fall weitergehen. Ich finde schon. Super. Herzlichen Dank. Sehr, sehr gerne. Danke.